Unglaubliche Bilder aus meinem Garten. Was soll es in der Gartenwelt ganz Besonderes sein? Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist es absolut normal, dass die Erdbeeren im Supermarkt 365 Tage im Jahr zu kaufen gibt. Es ist auch normal, dass die Schneeglöckchen im Februar oder März mit ihrer Blüte starten. Aber es ist absolut nicht normal, wenn auf dem Blumenbeet zwischen Schneeglöckchen noch Sommerblumen über den Winter hinaus ihre Blüte fortsetzen. Schauen Sie sich das Video an und erleben Sie Natur von einer neuen Seite. Die Natur kennt kein schlechtes Wetter. Der Himmel ist grau, es fällt mit Schnee runter, aber durch den Wind werden Blüten bestäubt. Deshalb blühen Pflanzen auch im Winter. Aber dies kennt eigentlich jeder. Schnee im Februar, na und? Das ist zum Beispiel eine wilde Kornelkirsche. Jede Pflanze hat an bestimmte Jahreszeit sich angepasst. Aber jetzt zeige ich 10 unglaubliche Bilder aus meinem Garten, wenn die Pflanzen zu untypischen Zeiten blühen. Sie ignorieren einfach die Naturkalender. Schauen Sie dieses Video an und erleben Sie die Natur von einer neuen Seite. Bild Nummer 1. Die Schneeglöckchen und die Strauchveronika haben unterschiedliche Blütenzeiten. Schneeglöckchen gehören zu den ersten Pflanzen, die den kommenden Frühling im Februar und März ankündigen. Strauchveronika blüht und bezaubert jedem mit einer breiten Farbpalette im Spätsommer. Sie wurde zu der Gartenpflanze des Monats August 2018 gekürt. Hier sind Fotoaufnahmen im Februar 2020. Schneeglöckchen und die Strauchveronika schmücken zur gleichen Zeit mein Blumenbeet. Bild Nummer 2. Teppichbox begeistert schon früh im Jahr mit seinem dichten Blütenteppich. Der Polsterblox, auch Teppichblox genannt, gehört zu Stauden, die zwischen Mai und Juni blühen. Hier sind Fotoaufnahmen im Oktober 2019. Die Blüte zählt bis zu dem späteren Herbst im November. Bild Nummer 3. In der Natur sind Hummeln von März bis Oktober zu treffen. Hummeln finden ihre Nahrung bei den Pflanzen, die viel Nektar und Blütenstaub bieten. Allerdings, die Außentemperatur sollte über plus 10 Grad Celsius sein. Diese unglaublichen Aufnahmen kommen vom Dezember 2019. Diese Hummel wurde durch den Duft der wintergrünen Ölweide im Garten angelockt. Stichwort Winterruhe. Am 2. Februar gab es noch Schnee, aber bereits am 14. Februar 2019 hat eine Hummel meine Blumenbeet besucht. Bild Nummer 4. Die Erntezeit der Himbeere findet statt noch im Dezember. Bild Nummer 5. Glockenblumen blühen trotz Schnee und Kälte auch noch im Januar. Bild Nummer 6.
Rosen gelten als langblühende Pflanzen. Sie blühen bis zum ersten Schnee oder bis zur Zeit, wenn Temperaturen unter Null fallen. Meine Rosen haben den ersten Schnee und den Frost gut verkraftet und mich mit der Blüte im Januar glücklich gemacht. 2019 gab es eine klare Gewinnerin. Es war die weiße Rose. Bild Nummer 7. Lavendel kommt aus dem warmen Mittelmeerraum. Die normale Blütezeit der Lavendel ist ab Ende Juni bis August. Das sind die Bilder vom Januar 2019. Lavendel hat schon den Schnee und frostigen Nächten im Dezember getrotzt. Es ist unglaublich, aber in meinem Garten blüht Lavendel immer noch im Januar. Bild Nummer 8. Rotbrauner Sonnenhut. Normale Blütezeit startet im August und dauert bis zu November. Die Frage ist, was macht diese Blume im Schnee? Wir haben Januar. Bild Nummer 9. Die Säckelblume. Die Säckelblume überzeugt mit der Blüte im Januar als die erste Gartenblume des Jahres 2020. Normale Blütezeit der Säckelblume, Strauch, startet Ende April und dauert bis Ende Mai. Und das Letzte, das Bild Nummer 10. Die Krux- und die Ringelblume. Eigentlich können sie nicht zur gleichen Zeit auf dem Bett blühen. Die Blütezeit des Krokuses richtet sich nach der Krokusart. Die frühen Krokusse starten ihre Blüte am Ende Januar bis Mitte April. Und die Ringelblume blüht je nach der Witterung und Standort ungefähr von Juni bis Oktober. April 2018, Januar 2020. Das waren die 10 unglaublichen Bilder in meinem 365 Tage blühenden Garten. Wenn Sie mehr Fragen haben, zögern Sie sich nicht und schreiben Sie die bitte in der Kommentarleiste unter. Schauen Sie meine weiteren Videos über Licht- und Gartenwirkung. Es wird spannend! Das Gartenleben ist einfach wunderbar. Es gibt kein schlechtes Wetter. Lassen Sie sich drauf und erleben Sie die Natur von einer neuen Seite. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.